Buongiorno, benvenuti alla vostra nuova lezione di tedesco. Prima di cominciare, devo dire una cosa: ho preparato un regalo per voi, due regali. Un regalo sono 1.000 frasi con la traduzione in italiano, 1.000 frasi tedesche con la traduzione in italiano, sono le frasi per principianti e vi possono aiutare a prendere maggiore dimestichezza con la lingua. E basta cliccare sul link che si trova nella descrizione. Io volevo aggiungere una novità e ho preparato un audio. Allora, queste frasi sono anche lette in tedesco da un madrelingua. Ho preparato l'audio delle prime 400 frasi. Fatemi sapere se audio vi è utile e se volete avere anche l'audio delle altre frasi. Link nella descrizione. E adesso cominciamo con la lezione. La frase numero 1. Oggi c'è il sole. Heute ist es sonnig. Heute è oggi. Ist è sonnig. Soleggiato, c'è il sole. Heute ist es sonnig. Che tempo fa? Oggi? Wie ist das Wetter heute? Heute ist es sonnig. Wie ist das Wetter heute? Heute ist es sonnig. Numero 2. Lui viene a cena? Kommt er zum Abendessen? Kommt er zum Abendessen? Ja, er kommt. Natürlich. Entschuldigung, einen Moment bitte. Ja, er kommt. Natürlich oder selbstverständlich. Selbstverständlich. Er kommt natürlich. Oder nein, er kommt nicht. Er muss arbeiten. Lui deve lavorare. Er muss arbeiten. Er kommt nicht. Non viene. Er kommt nicht. Er muss arbeiten. Lui deve lavorare. Oder? Ja, er kommt. Lui viene. Naturalmente, natürlich, naturalmente. E la domanda era: kommt er? Viene lui. Kommt er zum Abendessen? A cena. Ok, siamo qui. È importante. Es ist wichtig. Questo è importante. Es ist wichtig. Es ist wichtig. È tutto importante. Alles, tutto. Alles ist wichtig. Alles ist wichtig. Se voglio dire che non importa, non è importante, possiamo dire: Es ist unwichtig. Oder es ist nicht wichtig. Naturalmente, es ist nicht wichtig, es ist unwichtig. Non importa, unwichtig. È wichtig, è importante, wichtig. Ich gehe zur Arbeit. Io vado al lavoro. Il che sua Arbeit. Possiamo dire anche il che in die Arbeit. In die Arbeit oder zur Arbeit gehen. E se dico il che, questo vuol dire che vado a piedi. Il che zu Fuß zur Arbeit. Se vado in macchina, posso dire ich fahre mit dem Auto oder mit dem Bus zur Arbeit. Ich gehe zu Fuß. Ich fahre mit dem Bus, mit dem Auto zur Arbeit. Ich fahre significa che guido la macchina. Ich fare das Auto. O da ich fahre mit dem Auto. Forse sono in macchina, forse non guido io, ma
Viaggio in macchina, ich fahre mit dem Auto. Viaggio in autobus, ich fahre, vado in autobus, ich fahre mit dem Bus. Ti chiamo dopo. Ich rufe dich später an. Ich rufe dich später an. Chiamare, anrufen. Anrufen è un verbo con il prefisso separabile, questo an. Allora, la domanda. Quando mi chiami, wann rufst du mich an? Wann rufst du mich an? Wann rufst du mich an? Ich rufe dich später an. Ti chiamo dopo. Ich rufe dich später. Un po' più tardi, später. An. Allora, questo an va insieme con rufe, anrufen, chiamare. Er ist ins Büro gerannt, um einen sehr dringenden Job zu erledigen. Lui è corso in ufficio per fare un lavoro dringend, urgente. Er ist gerannt. Lui è corso. Wohin ist er gerannt? Ins Büro, in ufficio, ins Büro. Warum ist er ins Büro gerannt? Warum ist er ins Büro gerannt? Um einen sehr dringenden Job zu erledigen. Zu. Usiamo questo zu per spiegare warum, wieso. Warum ist er gerannt? Einen Job zu erledigen, per fare un lavoro urgente, per finire una cosa urgente, einen sehr dringenden Job zu erledigen. Was für einen Saft möchten Sie? Ganz egal. Quale succo vorrebbe? Non importa. Quale o che tipo? Perché questo was für ein, was für einen Saft, der Saft maschile, was für einen Saft, che tipo di succo? Möchten Sie, vorrebbe lei. Ganz egal, es ist mir egal, non importa. Ganz egal, non importa. Ist diese Geschichte wahr? Questa storia è vera? Geschichte è una storia. Ist diese Geschichte wahr? Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das verstanden haben. Non sono sicuro che lei l'abbia capito. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das verstanden habe. Ob, se. Non sono sicuro che lei l'abbia capito. O per esempio qui, ist diese Geschichte wahr? Possiamo anche dire, ich bin mir nicht sicher, ob diese Geschichte wahr ist. Also, ich bin mir nicht sicher, ob diese Geschichte wahr ist. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das verstanden haben. Ich bin mir nicht sicher, ob dafür genug Zeit bleibt. Non sono sicuro che abbia abbastanza tempo. Ich bin mir nicht sicher, ob dafür genug Zeit bleibt. Per esempio, können wir jetzt einen Film sehen oder können wir jetzt Deutsch lernen? Ich bin mir ja nicht sicher, ob dafür genug Zeit bleibt. Wir sind spät. Wir müssen gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob dafür genug Zeit bleibt, um alle diese Sachen zu machen. Meine Schwester interessiert sich für Politik. Mia sorella è interessata alla politica. Meine Schwester interessiert sich für Politik.
Politik sich interessieren für etwas. Ich interessiere mich nicht für Politik. Zahlen Sie nicht mehr als 5 Euro dafür. Per questo non pagare più di 5 Euro. Zahlen Sie nicht mehr als 5 Euro dafür. Nicht mehr als non più di 5 Euro. 5 Euro. Per questo, dafür. Zahlen Sie nicht mehr als 5 Euro dafür. Ich bin in unserer Familie die Jüngste, sono il più giovane in famiglia. Ich bin in unserer Familie die Jüngste. Wirst du dem Plan zustimmen? Approverai il piano? Wirst du dem Plan zustimmen? Ich stimme dem Plan zu. Approvo il piano. Ich stimme dem Plan zu. Ich stimme dem Plan nicht zu. Non approvo. Wir werden niemals zustimmen. Non saremo mai d'accordo. Wir werden niemals zustimmen. Hörte Leute lachen und singen. Ha sentito la gente ridere e cantare. Hörte Leute lachen und singen. Hören. Ascoltare o sentire. Hören. Das war alles, mein Schatz. Questo è tutto, tesoro mio. O questo era tutto. Das war alles, mein Schatz. Kurz vor 8 Uhr hat das Telefon geklingelt. Appena prima delle 8 il telefono è squillato. Klingeln. Das Telefon hat kurz vor 8 Uhr geklingelt. Il telefono è squillato appena prima delle 8. Ich wohne oben im vierten Stock. Io abito di sopra al quarto piano. Ich wohne oben im vierten Stock. Hast du der Tante gedankt? Hai ringraziato la zia? Hast du der Tante gedankt? Tante di tante? Ma qui è il dativo. Io ringrazio la zia. Ich danke wem? Der Tante. Il dativo. Der Tante. Der Film endet um Mitternacht. Il film finisce a mezzanotte. Der Film endet um Mitternacht. Ist es ernst? È serio? Ist es ernst? Es ist ziemlich einfach. È abbastanza semplice. Es ist ziemlich einfach. Semplice, einfach. Die Sache ist ernst. La cosa è seria. Die Sache ist ernst. Das riecht schlecht, ha un cattivo odore. Das riecht schlecht. Das riecht gut, ha un buon odore. Das riecht gut. Das gehört mir, mi appartiene, è mio. Das gehört mir. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Come stai? Sto bene. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Bleib ruhig, stai tranquillo. Bleib ruhig. Bleib ruhig und setz dich. Stai calmo e siediti. O tranquillo e siediti, setz dich. Bleib ruhig und setz dich. Hat sich schnell an die neue Situation gewöhnt? Si è abituato velocemente alla nuova situazione? Hat sich schnell an die neue Situation gewöhnt? Sich gewöhnen, abituarsi. A una cosa. An die neue Situation. Hat sich schnell an die neue Situation gewöhnt? Meine Schwester wird gegen 20 Uhr hier sein.
Mia sorella sarà qui verso le 8. Meine Schwester wird gegen 20 Uhr hier sein. Verso le 8, gegen 20 Uhr, gegen 8 Uhr. Mein Auto ist nicht so schnell, la mia macchina non è così veloce. Mein Auto ist nicht so schnell. Du lernst schnell, impari velocemente. Du lernst schnell. Bitte komm schnell. Per favore, vieni in fretta. Bitte komm schnell. Kannst du schneller gehen? Riesci ad andare più velocemente? Kannst du schneller gehen? Wer ist der neue Direktor? Chi è il nuovo direttore? Wer ist der neue Direktor? Wer kommt morgen mit ins Kino? Chi va al cinema domani? Con noi? Mit uns. Wer kommt morgen mit ins Kino? Wir müssen warten, bis es dunkel ist. Dobbiamo aspettare finché non fa buio. Wir müssen warten, bis es dunkel ist. Wir müssen warten, bis es dunkel ist. Ich arbeite nachts. Lavoro di notte. Ich arbeite nachts. Ich arbeite nachts nicht gerne. Non lavoro volentieri di notte. Non mi piace lavorare di notte. Ich arbeite nachts nicht gerne. Deine Wohnung gefällt mir. Mi piace il tuo appartamento. Deine Wohnung gefällt mir. Er hat es alleine gemacht. L'ha fatto da solo. Er hat es alleine gemacht. Es ist zu spät. È troppo tardi. Es ist zu spät. Frau Bast kommt immer zu spät. La signora Bast arriva sempre troppo tardi. Frau Bast kommt immer zu spät. Das ist alles für heute. Tschüss.